Ich sehe dich, höre dich, bin bei dir, ich bin in dir. Suchst du etwas, ich suche für dich. Deine Daten klaue ich dir. Du kaufst das, was ich dir zeig. Deine Bedürfnisse kenn ich. Du kaufst das, was ich dir zeig. Deine Bedürfnisse kenn ich. Big Data, 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 Big Data. Bist du wach? Machst du mich an? Ich mach deinen Tag schön oder mies. Ich befehlige dich. Du fühlst dich frei nur durch mich. Ich regiere, registriere. Mit 5G beherrsche ich. Ich regiere, registriere. Mit 5G beherrsche ich dich. Big Data, 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 Big Data. Willkommen beim bedingungslosen Nachmittag, 16 Uhr. Wir sind live auf Sendung und wir haben heute wieder eine musikalische Sendung. Freue ich mich sehr drüber. Wir haben Amalia Schick hier zu Gast. Sie ist Musikerin aus Frankreich mit nordafrikanischen Wurzeln. Da erzählt sie uns im Laufe der Sendung drüber. Erstmal herzlich willkommen und stell dich vielleicht auch noch mal selber etwas ausführlicher vor. Ja, ich bin Amalia Schick. Ich komme aus Paris und wohne in Berlin seit einer Weile jetzt mit meiner Familie. Und ja, ich freue mich, bei dir zu sein. Danke für deine Einladung. Danke, dass du da bist. Vielleicht noch mal sonst noch irgendwas zu dir oder sollen wir gleich zu den Fragen übergehen? Ja, los, du kannst jetzt anfangen, ich bin bereit. Okay, gut, okay, dann frage ich einfach mal die ganz normale Frage, die immer gestellt wird: Wie bist du zur Musik gekommen? Musik habe ich angefangen, als ich 5 war. Ich habe angefangen, Klavier zu spielen. Danach, als Jugendliche, habe ich in meiner Schule, Gymnasium, auch bei den Bands mitgemacht. Und als ich in Berlin kam, dann war es für das Studium und dann habe ich ein paar Jahre keine Musik mehr gemacht. Also du hast nicht Musik studiert, oder? Ich habe nicht Musik studiert, ich bin hier gekommen, ich war Erasmus-Studentin, ich habe Geschichte und Anthropologie studiert. Okay. Und hier habe ich so damals diese Magisterarbeit geschrieben. Und das war sehr lustig, oder nicht sehr lustig, weil ich hier... Ich hatte 7 Jahre Deutsch in der Schule gehabt und als ich hier ankam, habe ich nicht so gut die Leute verstanden. Die Leute, die Berliner, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe nur die Ausländer verstanden, die Deutsch gesprochen haben. Das war für mich deswegen so einfach, viele Ausländer so kennenzulernen.
Und da habe ich so eine Magisterarbeit über Arbeiterfestspiele in der DDR geschrieben. Und ich sage dir, das war nicht einfach, weil das Sprachniveau war nicht so, war sehr hoch. Und später mit 30 habe ich wieder angefangen, Musik zu spielen. Ich habe dann in verschiedene Chöre hier in Berlin mitgemacht, so wieder Kompositionunterricht und auch Klavierunterricht wieder genommen und angefangen, meine Lieder zu schreiben. Und das war für mich wie eine neue Entdeckung für mein Leben, für mich selbst, und so hat es angefangen. Also das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, aber die erübrigt sich. Du hast in Frankreich hast du so als Kind Musik gemacht in der Schule? Ja, bis ich so Abitur gemacht habe, und dann habe ich angefangen zu studieren, und dann habe ich das kam später dann. Okay, gut. Also du sagst, du bist zum Studieren hergekommen, aber du bist ja jetzt geblieben. Wie kommt's? Was hat dich an Berlin so gefesselt? Du hättest ja auch sagen können, okay, ich habe die Nase voll nach dem Studium, ich gehe wieder nach Paris. Warum bist du hier geblieben? Ich war von der Stadt schon geblendet. Am Anfang der Jahre 2000 war es hier sehr viel Platz, sehr viel ein freier Gefühl von alles möglich. Das stimmt, ja. Alles erlaubt. Wohnungen, die waren fünfmal größer als in Paris, fünfmal günstiger als in Paris. Also Erasmus-Studenten haben ein schönes Leben. Sie studieren so bei Gelegenheit, aber das ist wirklich eine schöne Zeit. Und ja, die Liebe auch. Okay, ach so, wegen der Liebe bist du geblieben dann? Ja. Okay, gut. Ja, das ist ja meistens so, dass die Leute sich dann irgendwie niederlassen, weil sie jemanden kennengelernt haben. Das hört man ja oft. Gut. Hast du denn Sehnsucht nach Paris oder vergessen? Nee, ich liebe Paris, weil ich immer noch dort Freunde habe. Und ich mag auch diese Stimmung in den Straßen, in den Kneipen. Die Orte, die Museen. Also ich liebe Paris wirklich, aber das kann man nicht mit Berlin vergleichen. Mhm. Obwohl mittlerweile vielleicht ein bisschen doch, weil die Stadt von Berlin hat sich so drastisch geändert, dass es so langsam wie eine ganz übliche europäische Hauptstadt aussieht und ist zum Leben. Aber Paris ist ein bisschen Heimat. Also ich habe neulich, war auf einer Veranstaltung, da hat eine Frau aus einem Buch vorgelesen über Paris, und da hat sie vorgelesen unter anderem, dass in Paris Wohnungen, wie gesagt nicht Zimmer, sondern Wohnungen von 10 bis 12 Quadratmeter vermietet werden für 1000 Euro oder so. Also das sind Zustände, die haben wir hier in Berlin natürlich noch nicht, das muss man ganz klar sagen. Also in Paris, das ist doch schon etwas weiter fortgeschritten als hier in Berlin, ne, mit den Wohnungspreisen. Ja, mittlerweile die Studentenzimmer hier in Berlin sind ziemlich teuer und ziemlich klein. Und das erinnert mich an die Zeit, als ich in Paris studiert habe, wo ich unter den Dächern für einen 9 Quadratmeter so auch teuer bezahlt habe. So. Okay, das hatte sie nämlich auch vorgelesen. Also 9 Quadratmeter unterm Dach und dann 1000 Euro. Ne? Sind wir schon so weit hier in Berlin? Der Weg ist, wir sind auf dem Weg, weil es gibt viele Häuser, die werden eben für diese Studentenwohnheim gekauft, wieder gebaut und wieder vermietet für Studenten, die sich leisten können in Berlin, ohne die Eltern zu studieren. Ja. Also wie gesagt, es ist, müssen wir beobachten, die Situation. Wie ist denn das jetzt? Kommen wir nochmal zur Musik. Ist es denn in Berlin hier, lebt es sich hier besser? Hat man hier bessere Kontakte? Kann man besser auftreten? Hat man bessere Möglichkeiten, Übungsraum zu finden? Was würdest du da sagen? Ist Berlin besser für Musikerinnen und Musiker? Berlin ist eine tolle Stadt für Musiker. Es gibt sehr viele Musiker hier. Man kann viel auftreten, auch viele Orte, wenn man die Stadt kennt, finden, um zu proben, finden. Für Musiker wie ich, das ist nicht eine Stadt, wo man viel Geld mit der Musik verdienen kann. Also Berlin ist für Musiker genauso wie in Paris ein Ort, wo es sehr viel Konkurrenz gibt, sehr viele Musiker, sehr viele Kulturprogramme, Kulturangebot, wunderschöne Konzerte und Theater und Tanz und alles Mögliche. Deswegen würde ich sagen, dass Berlin ist es für mich der Ort, wo ich dann
arbeite, wo ich dann Leute, Musiker kennenlerne, treffe, mit denen ich auch tolle Konzerte machen kann. Das ist der Ort, wo ich auch tolle Bühnen finden kann und zum Beispiel in einem Garten oder in einem Club so ein Konzert machen kann. Und vor allem diese Netzwerk von Musiker, ich kann man hier finden, das ist sehr wichtig, besonders für Liedermacherinnen, weil wir sind oft allein mit dem Instrument und wir freuen uns sehr, wenn wir dann mit anderen Musikern so uns unterstützen können und uns zu treffen. Also, aber um Konzerte zu machen und Geld zu verdienen, ist Berlin nicht für mich. Gut, das ist bekannt. Also ist nicht nur in der Musik. Ist, ja, glaube ich, das Gleiche in Paris. Also in Paris die auch Konkurrenz so. ist hart. Es gibt sehr viele Musiker in den Hauptstädten einfach. Ja, das ist leider so. Leute, wenn ihr eine Frage habt an Amalia, könnt ihr die in unseren Chat tippen. Klaus Schnabel-Köplin sitzt am Chat, der wird das entgegennehmen und der andere Klaus sitzt an der Kamera und nimmt diese Veranstaltung auf und ihr könnt das wieder ab Montag oder Dienstag in seinem Kanal nachschauen, so ihr heute früher ausschaltet oder was auch immer. Also wir haben gerade gehört, wie gesagt, die Konkurrenz ist groß, da frage ich dich, du lebst nicht von der Musik, hast du einen Job oder einen Brotjob oder wie läuft das bei dir? Ja, ich arbeite in einer Kita, Teilzeit als Erzieherin. Ja. Ach so, okay. Und das verträgt sich miteinander? Du hast nicht abends, dröhnt dir so den Kopf, dass du nichts mehr machen kannst, oder? Das verträgt sich, ja. Das ist eine harte Arbeit auch tatsächlich. Ja, aber trotzdem, das erlaubt mich, die Musik zu machen. Und das ist mir sehr wichtig, auch dieser Job. Ich finde es ziemlich schade, dass ich dann zwei Jobs haben muss, um Musik zu machen. Weil für mich, was ich mache als Musikerin, ist nicht so wie ein Spaß oder ein Hobby oder ein Privileg. Es ist wirklich das, was ich wichtig finde, das ist für nicht nur für mich, sondern finde ich, die Musiker oder die Liedermacher sind für unsere Gesellschaft ein sehr wichtig und das ist wie eine Handwerkarbeit, woran man jahrelang daran arbeitet, um dann gute Ergebnisse zu erreichen und diese Glück oder diese Wunder, also diese Zaubermomente, das ist vielleicht ab und zu auf der Bühne, wenn das Publikum und wenn es mit zwischen Publikum und Künstler so etwas funkt und es ist wunderschön, aber sonst ist es eine sehr harte Arbeit, wo ich mich so auch wie eine multifunktionale selbstständige so Firma fühle, weil es ist nicht nur die Musik, das ist Booking, das ist Marketing, das ist das machst du alles selbst. Kommunikation, das ist Arbeit, neue Lieder finden, schreiben, komponieren und dann dazu noch der Job als Erzieherin. Ich finde, ja, das mache ich und das muss ich machen und ich freue mich, dass ich das trotzdem schaffe, weiter Liedermacherin zu sein, weil das ist viel tatsächlich. Ja. Allerdings, ja, deshalb habe ich auch gefragt, weil man sagt ja eigentlich auch immer so im künstlerischen Bereich, die Leute, wenn sie irgendwie ihren Job haben und dann abends nach Hause kommen, deshalb habe ich gefragt, ob dir der Kopf dröhnt. Im Grunde ist man erstmal fertig und setzt sich vielleicht nicht mehr so hin. Deshalb ist das so problematisch. Dann, aber wenn du sagst, irgendwie kriegst du es dann doch geregelt, dann Das verlangt eine Menge Disziplin, ja. Auf jeden Fall. Und es ist, das ist besonders vielleicht nicht einfach für Frauen, auch die dann auch Kinder haben möchten oder eine Familie haben möchten, weil das ist, wenn man nicht von der Musik lebt und dann noch einen Job haben muss, dann manchmal ist es so, muss man die Musik opfern. Und das sehe ich um mich herum, als ich vor ein paar Jahren Frauen um mich haben Musik gemacht und dann aufgehört. Das finde ich sehr schade, weil wie ich gesagt habe, für mich ist diese Arbeit nicht nur so ein Privileg, oder es ist sehr wichtig, denke ich, dass es so Leute, die das weitermachen
und auf den Bühnen auftreten. Aber wenn ich das mal fragen darf, hast du nicht auch Kinder? Oder, ich habe 2 Kinder, ja. Und das schaffst du auch noch nebenher. Also Kinder, sind die denn noch klein? Kinder, Job und Musik, das ist ja schon ein ganz schönes Tagesprogramm. Ne? Ja, wie ich gesagt habe, so, ich bin ziemlich diszipliniert und das ist wirklich wichtig, so einen Rhythmus zu haben und um vormittags immer fit zu sein, obwohl mein Tag so abends so manchmal auftretet und so, ja. Ach so, also arbeiten, abends manchmal noch Auftritte und so das, und dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Ja, es ist so, dass in der Kita bin ich nicht Vollzeit, ich arbeite nur ein paar Tage in der Woche und ich kann mein Leben so teilen. Ich bin nicht Vollzeit. Aber trotzdem, also ist trotzdem, ja. Bist du wahrscheinlich ausgelastet. Ne? Ja, ich habe viel zu tun. Okay. Aber ich bin wirklich von meiner Arbeit als Musikerin auch sehr viel, es ist so wie eine Erfüllung für mich und das hilft mir wirklich sehr viel Energie auch für mein Leben zu haben. Weißt du denn, wie viele Musikerinnen und Musiker in Berlin tatsächlich von ihrer Musik leben können? Hast du da irgendwelche Zahlen? Nee, ich habe keine konkrete Zahlen. Es gibt nicht so viel, die in Berlin so davon leben. Ich spreche über Liedermacher. Ja, genau, meinte ich jetzt. Was ich beobachte, ist, dass die Musiker, mit denen ich arbeite, oft eine Nebenbeschäftigung haben. Das erlaubt auch für die Musiker, Freiheit zu haben. Warum? Weil das heißt, dass sie nicht immer auftreten müssen, weil zurzeit verdienen die Musiker nichts mit ihren CDs oder mit ihren Spotify-Streams. So verdienen wir kein Geld, sondern mit Auftritt. Und wenn man so eine finanzielle Grundlage hat, hat man auch so die Möglichkeit, ein bisschen so Freiheit zu haben und Ruhe zu haben. Und das ist auch wichtig auch für die Musiker, die von der Bühne leben und die so viel verdienen. Wie ist es denn hier mit der Gage? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Kneipen spielst oder in kleineren Konzerträumen, ist das in Berlin auch weniger Gage oder ist das eigentlich so wie in allen anderen Großstädten auch? Es kommt drauf an, also ob die Gage so mit der so von der Veranstalter dann gerechnet wird oder von dem Hut. Okay. Also wenn der Veranstalter so zahlt, dann ist es das ist so in Berlin oder außerhalb von Berlin so gleich, aber wenn man spielt für den Hut, ist es in Berlin nicht, also es lohnt sich gar nicht im Vergleich zu Orten außerhalb von Berlin, wo der Hut dann ziemlich großzügig so gefüllt wird. Ja. Also ich will das mal eben erklären, Hut heißt das, für die Leute, die es nicht wissen, das ist so eine Berliner Masche, das habe ich auch erst mit der Zeit kennengelernt, dass nach einer Veranstaltung, also nicht nur bei der Musik, es ist auch bei Lesungen oder so, dass dann irgendwie ein Hut rumgereicht wird und jeder tut das rein, was er meint, was ihm die Veranstaltung wert ist. Und wir haben ja eigentlich so eine Gratiskultur, seit es das Internet gibt, weil die Leute sagen, ja, was soll ich irgendwie mir eine CD kaufen? Ich brauche ja nur mein Internet hochzufahren und zu YouTube zu gehen. Was würdest du sagen? Hat das die Musik kaputt gemacht oder ist es eine Werbung für euch oder wie siehst du das? Ich sehe, dass die großen digitalen Firmen profitieren viel davon. Also besonders im Vergleich, was wir davon verdienen. Jetzt ist live so die Möglichkeit, so Geld zu verdienen. Also das, aber nicht, wenn ein Hut rumgeht. Ja, aber es kommt darauf an, also viele Musiker spielen auch in Orte, wo der Hut rumgeht, weil in bestimmte Orte lohnt es sich wirklich. Lohnt sich doch. Ja, weil die Leute dann schätzen ein, was sie zählen hätten in einem Konzert und am Ende ist es so wie eine Gage.
Und wie ist es mit U-Bahn? Also das war, ich sehe das in den letzten Jahren komischerweise gar nicht mehr, aber so vor ein paar Jahren, du brauchtest nur in die U-Bahn zu steigen, da kamen Musiker meistens mit Gitarre. Ich meine, mit deinem Keyboard ist natürlich ein bisschen schlecht, aber die meisten kamen mit einer Gitarre durch und sind dann, haben auch einen Hut hingehalten. Das sieht man in den letzten Jahren gar nicht mehr. Wie kommt das? Oder fahre ich mit der falschen Linie? Oder? Also was ich gerade beobachte in Berlin ist, dass die Armut steigert gerade und dass es sehr viele Leute, die dann betteln. Und deswegen so, glaube ich, okay. Dass sie so... Hm. Dass sie ach so, dass die überlassen sozusagen den U-Bahn-Zug den Bettlern oder wie? Ich weiß, ich kann mir vorstellen, weil es gibt so viele Menschen, die dann um Geld... Okay. Ja. Also das heißt, es lohnt sich dann nicht mehr irgendwie mit einer Gitarre in die U-Bahn zu gehen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich habe das nicht selbst auch gemacht. Hast du noch nie gemacht? Okay. Ja, weil es war mit dem Keyboard ein bisschen schwierig, ja. Okay, gut, okay. Nee, stimmt, mit dem Keyboard ist es schwierig, aber deshalb, dann weiß ich jetzt auch, warum ich überhaupt keine Musiker mehr sehe, weil die alle sagen, okay, wir überlassen das dem Bettler. Ja, oder es gibt auch Musiker, die aus Rumänien kommen, dann spielen sie auch weiter. Aber tatsächlich, ich stelle gerade fest, dass du recht hast und ich sehe viel weniger Musiker in den U-Bahn. Ja. Okay, ja, ist schade. Ich mochte das eigentlich immer ganz gerne, aber gut. Gut, wo wir beim Stichwort sind, spiel uns doch noch ein Stück vor. Ja, ich spiele Super Mamas. Okay. Aus dem Kiez. Sie sprechen über Tipps für den Wickeltisch. In der Krabbelgruppe treffen sich die Mamas aus dem Kiez. Sie sprechen über Tipps für den Wickeltisch. Welche Socken für die Babys sollen? Welche Wolle für die Babysocken? Na 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 na. Die Supermamas, sie denken heimlich, die Supermamas, sie denken ständig an einen Gin Tonic. In der Krabbelgruppe treffen sich die Mamas aus dem Kiez. Sie sprechen über die letzte Nacht und wie müde das macht. In der Krabbelgruppe treffen sich die Mamas aus dem Kiez. Sie sprechen über die letzte Nacht und wie müde das macht. Welche Schnuller, Silikon oder Latex? Welche Babyflasche aus Kunststoff oder Pyrex? Na 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 na. Die Supermamas, sie denken heimlich, die Supermamas. An einen Gin Tonic. Supermamas, 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 Supermamas. Supermamas. In der Krabbelgruppe treffen sich die Mamas aus dem Kiez. Sie schaffen es allein, weil sie die Supermamas sind. In der Krabbelgruppe treffen sich die Mamas aus dem Kiez. Sie sprechen über die letzte Nacht und wie müde das macht. Wo sieht die Frau, die in dir ist? Und der Mann, der dich vermisst? Na 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 na. Die Supermamas, sie denken heimlich, die Supermamas. Sie denken ständig an mich.
So, ich habe schon gehört, also für die, die jetzt erst zugeschaltet haben, wir sprechen mit Amalia Schick, Musikerin aus Frankreich, die hier in, seit einigen Jahren in Berlin lebt. Ich habe schon gehört, also du verarbeitest sozusagen deine, worüber wir gerade gesprochen haben, dein Doppelt- und Dreifach-Belastungsleben in deinen Songs, auch unter anderem ist das so. Ja, in meinem Song geht es um mein Alltag, meine Lebenserfahrung und ich lasse mich von meiner Alltagserfahrung inspirieren. Okay, gut. Also mit den Supermamas darf ich da mal eben fragen, es war ja eine Zeit lang, ging das so rum, gerade hier im Prenzlauer Berg, dass die Mütter so perfekt sein müssen, dass sie sich da auch untereinander so hoch konkurrieren. Ist das noch so? Ist man da noch so unter Zugzwang oder kann man auch mal fünf gerade sein lassen? Wie ist das mittlerweile? Ich war hier in Berlin also sehr überrascht, dass ich hier so ein Jahr lang so Elternzeit hatte und dann habe ich in diesem Jahr habe ich mich gefragt, so was gibt es zu tun und so und dann war ich in den Krabbelgruppen und in den Krabbelgruppen habe ich so Mamas getroffen und das Thema war viel, dann haben wir sehr viel über so was die Babys essen, was sie nicht essen, was sie tragen, was sie nicht tragen, welche Babyflasche, welche. Und auch so, dass es wichtig war, das zu machen und das nicht zu machen und wer hat das schon einen Zahn und wer nicht. Und ich fand schon, dass es ein bisschen Konkurrenz gab. Und deswegen habe ich das Lied geschrieben und das hat mich ein bisschen inspiriert. Ja. Ist es in Frankreich auch so oder ist es da lockerer? Es ist lockerer, weil es gibt keine Zeit wirklich für die Grappelgruppe, weil nach 3, 4, spätestens 5 Monaten die Mütter sind wieder bei der Arbeit. Ach so, okay. Ja. Ach so, okay. Deswegen. Also das heißt, diese Gespräche, die muss man in Frankreich nicht führen. Ja, und ich glaube, die Mütter sind mit den Institutionen in Frankreich ein bisschen entspannter. Also die Kinder werden schneller den Krippen auch gegeben, okay. Im Vergleich zu Deutschland, wo die eine andere Geschichte mit den Institutionen hat. Und ich glaube, dass neigen die Mütter auch dazu, so spät wie möglich die Kinder zur Krippe zu bringen dieses Ziel, eine perfekte Mutter zu sein, die ersetzt sogar die Betreuung von der Krippe, gibt es nicht in Frankreich. Weniger. Okay, weniger. Gut. Die Geschichte ist auch anders, aber das habe ich so beobachtet. Okay, aber du hast das durchgestanden. Das war sehr schön. Also natürlich ist sie sehr ironisch und sarkastisch, aber das war eine sehr schöne Zeit. Also das hat mich gefreut, so mit meinen Babys so zu den Krabbelgruppen. Es ist wirklich sehr toll, also dass man das machen kann hier. Also. Okay, gut. Gut, dann kommen wir mal wieder zurück zur Musik. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass hier in Berlin die Konkurrenz nicht gerade klein ist, also dass viele Leute Musik machen und dass auch nicht gut bezahlt wird bei Auftritten, dass hier Hut rumgeht. Wie ist denn das deiner Meinung nach? Haben Frauen es noch schwerer als männliche Musiker oder wie siehst du das? Also ich sehe, dass ich als als Frau, die Musik macht und vor allem Lieder schreibt, ich glaube, dass ich mit den Männern nicht konkurriere, weil ich biete was total anderes. Meine Themen sind anders. Ich spreche dann mehr über Themen, die Frauen ansprechen. Okay. Diese ganze Mama-Erfahrung oder auch so mit der Frau zu sein oder Frau alt zu werden oder Sexualität bei den Frauen. Also alles, was Frauen ansprechen, hat nicht damit zu tun, was die Männer ansprechen. Und ich glaube, dass es auch mit der Musik, mit der Komposition auch anders ist. Also es ist sehr individuell. Ich finde es nicht unbedingt, dass die Männer so Also du fühlst dich nicht Chancen benachteiligt haben. Als Frau? Ich fühle mich nicht benachteiligt. Also das ist auch sogar, wenn man so eine Finanzierung sucht hier in Berlin oder in Deutschland, also die Frauen sind
ziemlich bevorzugt. Ach, ehrlich? Ja, das gut, ist ein Kriterium. Also zu, wenn man Frau ist und eine Migrationshintergründe hat, hat man mehr Chancen, eine Förderung zu erhalten als Männer. Und das genieße ich auch sehr, weil so habe ich mein letzten Album auch produziert, weil durch eine Finanzierung und ich hatte viel Glück. Hast du ein Label oder machst du selber alles? Mein Label ist Silberblick Musik. Aber das ist Berlin. Dein eigenes oder das ist nicht mein? Das ist nicht mein. Das ist ein Berliner Label. Ja. Okay, gut. Also, aber da muss man Geld mitbringen oder weil du sagtest, du hast eine Förderung bekommen? Ja, das ist eine Förderung, damit ich dann mein Album und finanzieren konnte, so die Produktion vom Album mit den Musikern und mit der Aufnahme. Okay, ja. Okay, gut. Gut, also Frauen haben es nicht schwerer in der Musik. Ich meine, klar, du sagst, du hast andere Themen als ein Mann, das ist natürlich klar. Und du sprichst ja wahrscheinlich, also mit den Songs, die ich jetzt gehört habe von dir, wahrscheinlich dann doch eher Frauen an. Ne? Und ja. Das stimmt ja. Schon. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen, also man sieht es jetzt nicht an, aber du bist auch schon über 40. Und man sagt ja immer, Musikerinnen, also gerade weiße Musikerinnen, wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann läuft nicht mehr viel. Ich habe jetzt, da haben wir, wie gesagt, schon drüber gesprochen, ich wundere mich immer, dass bei afroamerikanischen Frauen, die Blues oder Soul spielen, dass es eben nicht der Fall ist, dass da noch wirklich richtig alte Frauen über 60 auf der Bühne stehen und ihren Soul oder Blues spielen und das ist völlig in Ordnung. Ist das tatsächlich so oder ist das irgendwie nur eine habe ich das falsch in falschen Hals gekriegt oder wie ist das? Ja, das ist eine Meinung. Man hat natürlich das Bild von Aretha Franklin oder Tina Turner oder zum Beispiel, Ella Fitzgerald oder so, die dann riesige, bombastische Powerfrauen auf der Bühne und über 60 dann weiter singen. Aber sie hatten auch davor viel Erfolg und ich glaube, dass auch weiße Frauen, so die dann erfolgreich früher waren, haben auch singen weiter. Wir hatten so von die Sängerin von Portishead, die gerade so 59 ist und ein super Soloalbum Beth Gibbon, die gerade so ein ihr Album so solo veröffentlicht. Also ich glaube, dass sowohl Schwarze als auch Weiße, wenn sie eine Karriere hinter sich haben, so haben sie weiter Fans, auch über 60 und so weiter. Also das, ja. Da gebe ich dir recht, aber zum Beispiel, wenn du so, also in Amerika, ich sehe das manchmal in so Dokumentarfilmen, wenn es da so um kleine Blueskneipen gibt, da siehst du dann manchmal so 60, 70-jährige Bluessängerinnen, die nehmen dann ihre Gitarre und gehen auf die Bühne und spielen dann was. Ich habe immer das Gefühl, eine 60, 70-jährige Frau, weiße Frau, würde nicht mehr unbedingt sich auf die Bühne stellen und was spielen, aber ja, ich weiß es nicht. Also es gibt ein Gegenbeispiel, das ist eine Sängerin, die eine Französisch, die heißt Colette Magny und sie wurden bekannt, als sie so 40 war und hat angefangen mit 40 Blues zu singen. Das ist auch so eine Weiße oder eine? Eine Weiße. Ja, okay. Ja, und sie hat ihre Karriere tatsächlich mit 40 angefangen und ja, und Liedermacherin auch so, die ich kenne, so die haben so weiter, so mit über 70 weiter gesungen. Also ich glaube, es ist wirklich individuell und vielleicht auch, weil manche Superstars, weiße Superstars, so transformieren sich total das Gesicht ab 50 und man glaubt, sie sind 35, obwohl sie sind 60. Ich weiß nicht, das ist auch eine Vermutung. Ach so, meinst du das? So Madonna-mäßig, so das ist diese okay, Profil, so Frauen, sehen wie 20 Jahre jünger im Fernsehen, in ihren Clips oder Konzerte und dann vielleicht, also das weiß ich nicht, aber ich also man muss ja sagen, afrikanische Frauen sehen ja sowieso auch im Alter jünger aus. Also finde ich immer, ich weiß nicht, woran es liegt, an der Haut oder wie auch immer, aber die altern auch irgendwie mehr in Würde, finde ich. Aber das ist wahrscheinlich auch individuell. Ich meine, wenn du von Madonna sprichst, klar, die ist natürlich wahrscheinlich durch, ich weiß nicht, wie viele Schönheitsoperationen gegangen, aber ja, aber sie ist, ich habe
Das ist Künstlerinnen, die tatsächlich sich operieren, aber trotzdem so weitermachen und ganz viel Power in ihre Musik stecken und so eine Art weiter die Musik zu machen. Wobei Tina Turner vielleicht auch irgendwelche Operationen hinter sich hat, man es aber eben nicht so gesehen hat. Das ist gut. Also ich hatte immer das Gefühl, dass afroamerikanische Frauen, also schwarze Frauen irgendwie bis ins hohe Alter, dass das eben akzeptierter ist, aber du sagst nicht so, das war wahrscheinlich dann irgendwie nur ein Empfinden von mir. Gut, okay, dann wissen wir. Verschiedene Meinungen, denke ich. Ja, wissen wir Bescheid. Was hörst du denn privat so an Musik? Erzähl uns doch mal, verrat uns mal. Privat, ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben gehabt. Also das hat erstmal, als ich ein Kind war, war ich von zu Hause habe ich nordafrikanische klassische Musik gehört, weil mein Vater hat Musik gespielt, Oude, in einem Ensemble. Darf ich fragen, ist dein Vater Nordafrikaner oder deine Mutter? Er kommt aus Algerien. Ah, okay. Genau, und er ist Musiker und meine Mutter hat in einem Chor so klassische Musik gesungen. Aber deine Mutter ist Französin? Ist Französin, genau. Okay. Und dann hatte ich zu Hause sowohl nordafrikanische Scalas, als auch so Mozart, Requiem, so auch im Ohr. Das war erstmal die Grundlage. Ich habe als Kind auch sehr viel Liedermacher gehört, so französische Liedermacher. Ich komme aus diesem Liedermacher-Bad von der französischen Tradition. Und als ich Jugendliche war, habe ich Jazz und Blues gehört, auch viel in den Konzerten in Paris gegangen, wo ich dann live Jazz gehört habe. Und mir hat in dieser Zeit auch so danach diese Liedermacher, die dann diese französische Liedermacher, die von der 20er, 30er, die in Frankreich gesungen haben, über diese armen Bezirke in Montmartre, über die Prostituierten, über die Zuhälter, über diese Gewalt, Drogen, Alkohol, diese Blues, die es in Paris gab in dieser Zeit und immer vom Akkordeon begleitet. Also mich hat diese traurigen Geschichten, die von vielen Liedermacherinnen gesungen wurden, sehr viel interessiert, inspiriert. Ich habe auch sehr viel in dieser Zeit diese Lieder gesungen. Wann war das so? In 80er, 90er Jahren oder später? Oder 2000er, ne? Oder später? Also diese Lieder, die sind ganz alt. Das sind Lieder von so 20er Jahren, also okay, Jahr, 1920, 1930, sogar vor Edith Piaf. Oh, okay. Diese Themen haben mich sehr, sehr interessiert. So okay. Und inspirieren mich auch, wie ich jetzt meine Lieder schreibe, wenn ich spreche über eine Dame in der U-Bahn oder so, die dann bettelt und dann arm ist. Dann das ist auch diese Zeit, also von diesen Liedern, ich habe sie eine Zeit lang auch sehr intensiv gehört. Ist das eine französische Tradition? Oder, Ja, das ist eine französische Tradition in den Jahren, wo es noch so Ball, so wo die Leute getanzt haben. Ah, okay. So, und dann gab es viele Lieder, also Sängerinnen, die haben manchmal die Texte gesungen von Leuten, die dann das geschrieben haben. Und das ist die Generation vor Edith Piaf, die haben nicht so demonstrativ oder so gesungen, sie haben sehr viel von dem Alltag der kleinen Menschen von den Bezirken in Paris so gesungen, wie traurig sie waren oder so. Und das ist der Blues, so genauso gleiche Themen, wie es der Blues gibt so in Amerika, dann gibt es dann in Paris in dieser Zeit. Das ist ja interessant, ich muss mir das mal bei YouTube suchen. Findet man da sowas? Oder weil ja, es gibt Superstars auch in diesem Bereich. Sagte mir jetzt gar nichts. Das ist ja interessant, muss ich mal gucken. Aber und das hat dich so nachhaltig inspiriert, sagst du? Das hat mich für die Art zu schreiben, die Art, den Alltag zu beschreiben und dann zu vertönen, das hat mich inspiriert. Und ich habe auch Weltmusik, so Balkanmusik, nordafrikanische Musik viel gehört und ich bin immer noch sehr, sehr interessiert von Lieder, also die Lieder wie in manchen verschiedenen Ländern, zum Beispiel
so wie es in Griechenland in dem Rebetiko oder also Volksmusik. Volksmusik, aber nicht unbedingt Volksmusik, sondern wie ein Lied. Es gibt der Genre so in Griechenland, das ist der Rebetiko, oder in Spanien, das ist La Copla, oder in Deutschland auch, wie die in den Jahren, so 50er Jahren, wie jetzt Lieder gesungen werden. Ich liebe das. Also wie die Lieder in Argentinien, das ist Tango-Lieder, so von Carlos Gardel, also mich. Ich finde das immer noch sehr rührend, wie das Lied mit einem Text gesungen wird und die Emotion durch den Text und diese Sänger transportiert wird. Und das ist Ich kenne das, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. In Portugal gibt es das doch, in Lissabon, das hat so einen bestimmten Namen. Diese Fado. Ja, genau. Diese Fado ist auch eine, ist auch sehr wichtig, genau, für mich gewesen. Genau, das kenne ich nämlich. Ja. Ich war zweimal in Lissabon im Urlaub und die ist ja mittlerweile abgebrannt, die Altstadt, aber wir waren davor noch da. Ja. Und genau, da wurde Fado gesungen, das war furchtbar traurig. Da gab es so extra Fado-Sängerinnen und die kamen dann abends in die Kneipe und haben gesungen. Also das hatte ich, und wie ging es dann weiter mit deiner Musik, mit deiner eigenen Musikkarriere? Tatsächlich, Hören? Tatsächlich, wenn ich stelle es danach fest, aber ich habe diese Inspirationen. Also ich mag gerne so Blues mit französischer traditionelle Musik dann mischen, oder auch manchmal gibt es einen kleinen Teil, es ist eine Erinnerung an klassische Musik. Das ist in meinen Liedern, diese Einflüsse. Okay. Ja. Und das hat dich begleitet, oder hattest du nochmal einen Wechsel im Musikgeschmack? Hast du dann vielleicht nochmal so irgendwas Modernes wie Punk oder New Wave oder so gehört? Ich höre sehr viel neue Liedermacher, also die dann... Aber Liedermacher jetzt so, das ist so dein Hauptding? Ja, sowohl hier in Deutschland, auch in Frankreich, also die auch... die arbeiten mit Instrumenten oder Elektromusik, und es gibt sehr viele neue Sachen, die ich so spannend finde, okay, und die auch sehr inspirierend sind. Okay, gut. Das ist meistens sind ja die Leute dann doch mit so ganz klassischen, modernen Sachen aufgewachsen, wie Punk oder New Wave oder so, aber das war bei dir nicht so. Du warst von vornherein so auf der Liedermacher-Szene. Ja, und sehr viel Jazz, Blues. Ja, okay. Und ja, und Weltmusik, also das ist da meine Einflüsse. Gut, okay, nochmal Musikerin mit Kindern, da nochmal irgendwie, hast du das denn, wie deine Kinder klein waren, hast du das denn auch da auch geregelt gekriegt mit der Musik, oder war da irgendwie erstmal längere Pause, weil du gerade gesagt hast mit Krabbelgruppe und so weiter und so fort, gab es da noch Zeit? Oder? Nein, ich habe nie aufgehört. Und sie haben immer mich begleitet. Oder okay. Ich habe sie mit Musik begleitet und sie haben mich beim Wachsen immer die Musik gehört. Ja, die sind, ich bin weiter damit beschäftigt. Wir sind ja ursprünglich eine BGE-Sendung gewesen, also wir sind eine bedingungslos Grundeinkommen-Lobby-Sendung gewesen, da sind wir in letzter Zeit ein bisschen von abgekommen, aber da können wir ja heute mal drüber sprechen. Wie wäre das denn bei dir, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würdest? Würdest du dann sagen, irgendwie da wäre mir sehr geholfen, da würde ich nur noch mal, oder würde dir dann die Abwechslung durch den Job fehlen und die Inspiration durch den Job? Was würdest du sagen? Würdest du weiterarbeiten oder würdest du sagen, jetzt mache ich nur noch Musik? Nein, ehrlich gesagt, ich bewerbe mich fast jedes Mal bei diesem meingrundeinkommen.de, okay. Weil es wäre für mich die Lösung. Wo das verlost wird. Ja, genau. Genau, also um das nochmal kurz zu erzählen, das gibt es immer noch, meingrundeinkommen.de, das ist, geht schon seit 20 Jahren oder so, und da wird Monat für Monat werden immer ungefähr 10 bis 20 Grundeinkommen für ein Jahr verlost, und ja, da kann man irgendwie dann mal ein Jahr lang sich auf seine Sachen konzentrieren, aber ich mache da auch ab und zu mal mit, muss ich gestehen. Aber Klaus ist Sponsor, okay. Aber du hast bisher noch kein Geld gehabt. Ich habe leider noch nicht ich wurde noch nicht gelost, aber das wäre für mich die Lösung, wie ich könnte dann eben diese multifunktionelle Einzelfirma so gut machen und dann Zeit haben, sowohl für Booking, für Kommunikation, für Marketing, für Schreiben, für Komponieren, besser machen. Und tatsächlich geht es bei mir zurzeit sehr langsam. Hm. Und aber das geht weiter. Aber wenn ich dann ein Grundeinkommen hätte, hätte ich
nicht nur mein Musikprojekt könnte ich entwickeln, sondern auch so Orte, so wie Vereine in Wedding, wo sie auch manchmal Veranstaltungen brauchen, wie in diesem Gemeinschaftsgarten, wo die Veranstaltungen helfen, ihnen auch Geld zu sammeln, damit sie auch weiter überleben können. Und das sind Sachen, die mich total interessieren, wie das Kulturleben in der Stadt so weitergeht und wie kann man das auch unterstützen, aber die ich nicht machen kann, weil ich muss arbeiten. Bei dir verstehe ich das natürlich voll und ganz. Ich kenne das vom Himmelsreich, von dem sprichst du wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Gemeinschaftsgarten im Wedding. Das ist Wilde 17 in Wedding. Ah, okay. Genau. Also ja. Himmelsreich kenne ich, das ist auch so ein Gemeinschaftsgarten gewesen und die mussten auch aufgeben, weil eben das Geld fehlte. Das sind so Sachen, wo Musiker sich dann bereit erklären können, umsonst zu spielen und die Einnahmen fließen dann in die Projekte. Nee, dass du das nicht machen kannst, das ist mir völlig klar. Aber wenn du ein Grundeinkommen hättest, würdest du sagen, ich mache meinen Erzieherjob auch noch weiter, vielleicht an 2 oder 3 Tagen, oder würdest du sagen, nee, das ist erstmal gestrichen? Es wird erstmal gestrichen. Okay, ja. Gut, das ist ehrlich. Ja. Nee, aber ist ja, und natürlich weil wenn ich dann mehr Zeit habe, habe ich auch die Möglichkeit, so ein weiteres Album zu produzieren und eine Agentur für Management und Kommunikation zu suchen. Und das ist dann würde ich dann anders mit der Musik umgehen können. Also professioneller wird es gehen. Wie ist denn das im Moment? Probst du zu Hause oder hast du einen Übungskeller? Ja, ich habe verschiedene Übungskeller. Weil ich in einer Wohnung, es ist schwierig zu proben. Deshalb, ich wohne so ziemlich lange hier und ich kenne so, es gibt einen Ort bei mir im Keller, es gibt auch einen Ort in Wedding, wo ich probe. Und ich freue mich, ich suche eigentlich noch einen Ort, damit ich wirklich ganz laut singen kann, aber das kommt noch. Okay, gut. Und das ist aber noch leicht zu kriegen, Übungskeller für erschwingliches Geld, oder wird das auch schwieriger? Es gibt zurzeit die Möglichkeit in Berlin so für wenig Geld so Räume zu mieten. Ach so, das geht noch. So punktuell. Und das habe ich schon benutzt. Also es wird auch finanziert. Die Unterstützung vom Staat ist gut dabei. Die Sache ist, dass da ich dann in meiner Kita, also mein Job, wenn ich arbeite, dann kann ich mir nicht so ganz so teure Übungsräume so leisten. Und deswegen versuche ich immer so mit meinen Bekannten und Orten so dann zu organisieren, meine Proberäume. Ist es erlaubt, in der Wohnung hier mit dem Ding zu spielen, Jan, oder? Ja, das ist erlaubt. Ja, aber ich möchte nicht unbedingt so Feinde haben in meinem Alltag und ständig so. Es ist nett gesagt, ich habe mal in einer Wohnung gelebt, ist auch schon 20 Jahre her, die hat immer Klavier gespielt. Also es hat sie mir auch gesagt, sie hat mich gefragt, wann es mich am wenigsten stört. Ich habe auch gedacht, naja, okay, eigentlich stört es mich immer, aber also sie hat nicht besonders gut gespielt, klassisches Klavier. Aber ich dachte mir, ich kann es eher nicht verbieten. Ich wusste jetzt auch nicht, ob das erlaubt oder verboten ist, aber die hat jeden Tag für Tag, hat sie dann, ich habe gesagt, sie soll Nachmittag spielen, dann bin ich nicht da oder was, sie hat jeden Tag, hat die nachmittags 1 bis 1,5 Stunden hat sie Klavier gespielt. Also das ist offenbar erlaubt. Ne? Ja, das ist bis 10 Uhr kann man Musik spielen. Bis 10 Uhr darf man Musik? Ja, natürlich, okay. Ja. Okay, gut, da haben wir. Wenn man Musiker ist, also ist, braucht man wirklich so dann ein paar Stunden pro Tag, das ist dann das. Sie war keine Musikerin, sie hatte das irgendwie geerbt, das Klavier, und meinte, sie will spielen. Gut, ich meine, soll sie machen, also ich habe da auch nicht lange gewohnt, aber es war nicht schön, also weil sie eben auch nicht gut spielen konnte, aber ich dachte mir, ich kann es ihr nicht verbieten und es gibt ja wahrscheinlich in anderen Wohnungen noch schlimmere Situationen. Also von daher die Musiker haben es nicht leicht, also jeder Musiker, den ich kenne, hat schon Probleme erlebt. Also, ach echt? Ja, das ist... das ist einfach laut in einem Haus, dann, wenn man probt. Je nachdem, was man für ein Instrument hat. Wenn man so Mandolin spielt, ist etwas anders als Saxophon natürlich. Aber ja, also Saxophon. Aber die Zeit braucht man und deswegen Proberäume sind sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, allerdings. Ja, spielst du uns noch ein Stück? Ja. Die Dame.
Mäuse sind leise, sausen die Leute, sausen die Menschen. Am Ticketautomaten steh ich wieder heute, quatsche mit den Menschen und fühle meinen Geldbeutel. Mit mir redet jeder, um sich aufzuregen. Die Sonne brennt, zu heiß und nass ist der Regen. Verflossene Liebe und fließende Tränen. Ich vermisse meinen Hans und das Bier und den Schnaps. Ich bin die Dame von Bahnsteig 8. Auf der Bank schlafe ich ein. An mir ziehen die Züge vorbei, doch ich steige nicht mehr wieder ein. Wir Senioren der Stadt hocken in den Gassen. Kaufen, was wir haben, Teller, Gläser, Tassen, Stücke von der Mauer, Bilder alter Straßen, erzählen über Berlin und ich bin an der Kasse. Die Mülltonnen lieb ich sehr, manchmal find ich Flaschen, ein Geschenk für meinen Schatz oder was zu naschen. Eines Tages hab ich Geld oder leer sind meine Taschen, egal, ich geh zu Hans. Und wir trinken ein Glas Schnaps. Ich bin die Dame von Bahnsteig 8. Auf der Bank schlafe ich ein. An mir ziehen die Züge vorbei, doch ich steige nicht mehr wieder ein. Reklame schreit allein, nur die grauen Mäuse sausen ganz leise. Am Ticketautomaten kommt der Müllmann vorbei. Endlich sitz ich mit Hans und trinke Schnaps. Der Kassettenrekorder spielt 80er Lieder. Wir singen zusammen, wir sind die Verlierer. Ohne uns dreht die Welt, ohne uns stürzt. Ich tanze eng mit Hans auf dem Bahnsteig 8. Ich bin die Dame von Bahnsteig 8. Auf der Bank schlafe ich ein. An mir ziehen die Züge vorbei, doch ich steige nicht mehr wieder ein. So, genau, jetzt war mein Mikro nicht aus, ich hatte gesagt, sehr schön. Wer jetzt erst zuschaltet, ihr könnt das Ganze, also vor allem auch Amalias Musik, die lassen wir dieses Mal drin, soviel ich weiß, können wir die GEMA-mäßig drin lassen? Ja. Ja, ist kein Problem. Wir müssen ja sonst die Musik immer rausschneiden, es ist aber meistens auch nicht live, sondern die Gäste wünschen sich was aus der Konserve und das müssen wir dann immer bei YouTube rausschneiden, wegen GEMA-Bestimmungen und diesmal können wir es drin lassen. Ihr könnt also, wenn ihr das alles nochmal nachhören wollt, könnt ihr das bei YouTube ab Dienstag nochmal hören, beziehungsweise am besten kauft ihr euch eine CD von ihr. Ne? Das, ja. Das ist dann sozusagen die bessere Möglichkeit. So, jetzt wollen wir natürlich, oder wollen die Leute auch und ich natürlich auch, was immer bei Musikern ist, du hast ja bestimmt auf Touren oder bei Konzerten irgendwelche wirklich lustigen, außergewöhnlichen oder ärgerlichen oder schönen Sachen erlebt, die du hier mal erzählen kannst, so diese typischen Musikergeschichtchen. Gibt es da irgendwas, was du den Leuten erzählen kannst, was dir passiert ist auf einer Tour oder bei einem Konzert? Also ich habe manchmal erlebt, dass die Menschen haben erwartet, dass ich etwas klischeehaft besser so vorsinge. Als Französin? Ja, das heißt, dass manche
verstehen nicht unbedingt, dass ich dann auf Deutsch singe, weil ich aus Frankreich komme und haben dann mich gefragt am Ende des Konzerts, ob ich dann Aux Champs-Élysées singen könnte und so. Und, kannst du das? Ich erstmal kenne ich kaum das Lied, das ist natürlich, kenne ich der Refrain wie jeder, aber das ist so manchmal ein Missverständnis, weil es wird erwartet, dass ich dann so die so bekannte französische Lieder gesungen singe und dass ich dann, dass die Leute dann hören dann die französischen Lieder, die auch sehr schön sind, die auch manche Kollegen super schön interpretieren. Und es ist ein Genre an sich, also diese bekannte Lieder auf Französisch, das klingt alles super schön. Und ja, dann muss ich auch Ihnen erklären, dass ich habe beschlossen, zurzeit meine Lieder auf Deutsch zu schreiben, weil ich habe bestimmte Botschaften in meinen Liedern und dass es mir wichtig ist, dass die Menschen verstehen, was ich singe. Und es ist einfach so, es ist ja wichtig, wie es gerade ist. Machst du denn, um den Leuten Gefallen zu tun, gibt es da noch eine Zugabe auf Französisch oder bist du dann ganz strikt? Ich habe zurzeit ein Lied auf Französisch, aber wenn sie nicht gerade so verstehen, also das ist nicht so schlimm. Also das ist für mich nicht so wichtig. Ich habe gerade so ganz viele Lieder auf Deutsch und gerade denke ich auch daran, mehr auf Französisch auch wieder zu schreiben und zu komponieren, weil ich die Mischung auch gut finde. Aber ich finde, dass die deutsche Sprache für mich wichtig ist gerade, weil tatsächlich möchte ich Ideen so transportieren in meinen Konzerten, die mir wichtig sind. Also, ja. Bist du denn auch schon in Frankreich jetzt, seit du in Berlin bist, aufgetreten oder gar nicht? Wenn du in Frankreich, du bist ja bestimmt ab und zu mal in Frankreich. Ja, besonders vor ein paar Jahren, also vor 13 Jahren, als ich angefangen zu singen habe, habe ich meine Lieder auf Französisch gesungen und geschrieben. Und ich habe in Paris ein paar Mal Konzerte gehabt und schnell gemerkt, dass es schwierig ist, wenn man in Berlin lebt, so in Paris zu spielen, da ich dort kein Publikum hatte oder keine Kommunikationsmittel. Dann habe ich weiter eher in Berlin gespielt und dann peu à peu habe ich angefangen auf Deutsch zu singen, weil mir wichtig war, weil es mir an Herzen liegt, dass meine Texte verstanden werden. Okay, also aber das ist ein Missverständnis, dass manche Leute zu deinen Konzerten kommen und glauben, sie singt jetzt Französisch und dann enttäuscht sind, oder? Ja, das passiert eigentlich so selten, weil es ist ziemlich klar, so in den Anzeigen oder in der Werbung ist es ziemlich klar, dass ich denke auf Deutsch mit ein bisschen Akzent, französischen Akzent und dann. Ja, aber das ist schon passiert und ich war ein bisschen, what? Ich habe dieses ganze Konzert gespielt und sie haben erwartet, dass ich Aux Champs-Élysées spiele. So, ich war da, nein, es gibt ein Missverständnis hier. Okay, gut, also dann frage ich dich jetzt am Ende der Sendung nicht, ob du das für uns spielst. Also ich frage dich. Gerade, nee, ich könnte ein Lied auf Französisch spielen. Nee, also wie du willst. Wie aber gesagt, es ist, vielleicht kannst du uns später, also natürlich nur, wenn du willst, kannst du uns ja später zum Ende der Sendung, kannst du uns noch was auf Französisch vorspielen. Ja. Also können wir ja gerne machen, weil wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben es ja im YouTube-Kanal diesmal die Musik und dann haben wir eine gute Mischung drin. Ich komme mal zu einem ernsteren Thema und zwar, du hast ja gesagt, du hast einen algerischen Vater und in Algerien, ja, da würde ich natürlich wissen, wie ist es da um die Frauenrechte bestellt? Hat dich das getroffen als Kind? Darf man in Algerien als Frau einfach so hergehen und Musik machen? Ja, mal eins nach dem anderen. Also erstmal fangen wir an, ja, wie ist in Algerien mit den Frauenrechten? Wie weißt du da Bescheid? Es ist in Algerien für die Frauenrechte nicht so einfach, so wie es in Europa ist. Das ist für die Musikerin auch nicht unbedingt einfach und tatsächlich haben auch, es gibt auch Sängerinnen, weniger als Männer, aber es gibt
sowieso im ganzen Land weniger Musiker. Warum? Weil das Land unterstützt weniger die Musiker. Und die meisten Musiker oder die Künstler kommen nach Frankreich und auch es gibt Musiker hier in Deutschland, weil sie hier besser davon leben können und Musik machen können und auch Frauen. Es gibt dann natürlich einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Das hat auch mit dem Sozialmilieu zu tun, ob die Frauen studieren können oder nicht. Können sie denn? Oder es ist natürlich möglich zu studieren für Frauen. Das ist, das geht. Also das aber, geht aber schon, die, die meisten, okay. Also viele Frauen gehen studieren nicht unbedingt. Aber es gibt, die Frauen können dort auch leben wie, also selbstständig. Sie können auch arbeiten. Ach so, also ja, es ist nicht wie in anderen muslimisch geprägten Ländern. Es ist nicht so streng in Algerien, oder? Nee, die Frauen können arbeiten. Mit der Musik leben ist jetzt schwierig. Also das aber ist es denn so von der Schicklichkeit her erlaubt, Musik zu machen? Also ich meine jetzt nicht, ob man davon leben kann, sondern dass gesagt wird, eine Frau hat keine Musik zu machen, das ist unschicklich, das gehört sich nicht, das also nicht. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, das ist schwieriger. Ich kenne den Künstlerbereich in Algerien nicht so gut, dass ich dann wirklich ausführlich darüber sprechen kann, aber was ich beobachte, ist, dass eine Frau kann leben, arbeiten und selbstständig sein, aber in den Sitten und in den Traditionen tatsächlich auf dem Land ist es so, dass die Frauen, auch wenn sie studieren, tendieren eher zu heiraten und auch Kinder zu haben. Das ist natürlich besser gesehen. Aber in den Hauptstädten wie Algier gibt es auch eine alternative Bewegung von Studenten und von die politisch sehr, sehr engagiert ist. Leider muss ich gerade beobachten, dass viele Algerier, die sehr gut sind, so wahrscheinlich zum Beispiel im Bereich Musik, aber auch Komiker, kommen nach Frankreich, weil sie sind mit der Sprache, so Französisch ist auch sehr gesprochen in Algerien und arbeiten in Frankreich. Ja. Also das heißt, sie gehen nach Frankreich. Das ist natürlich, wäre natürlich besser, wenn sie da blieben und für Freiheit kämpfen würden. Aber es ist immer schwierig, ist immer leicht gesagt, wenn man im Westen sitzt und seine Freiheiten hat. Ne? Ja, also. Es geht auch am Ende um Geld, weil wenn die Musiker kein Geld verdienen können, dann können sie auch keine Musik machen. Und das ist dann. Wie ist denn die soziale Situation in Algerien? Also du musst arbeiten, es gibt kein Sozialnetz und es gibt auch wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, keine Kunstförderung, oder? Ja, der Staat fördert nicht so in dem Bereich Kunst sehr viel und deshalb. Die Leute können leben von ihrer Arbeit. Mhm. Es gibt große Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen. Und trotzdem es in Algerien Öl gibt, gibt es wenig Geld für Bildung oder für Kunst oder für Gesundheit. Und das ist schlecht verteilt. Korruption oder? Ja, ich kann sagen, das ist einfach so, dass das wird so geteilt in 2% von der Bevölkerung gehört diese Wirtschaft und dann den Rest dann muss da leben wie sie es können, ja. Und wie ist es mit deinem Vater? Also der ist auch nach Frankreich gekommen und hast du denn als junge Frau, musstest du da oder bist du strenger behandelt worden als ein französisches Mädchen oder hattest du da keine Probleme in eurer Familie? Ja, mein Vater ist, denke ich, eine Ausnahme in seinem Welt, weil er war hier in Frankreich nach dem Krieg, nach dem algerischen Krieg gekommen und ziemlich offen, wie ich gesagt habe, für die Musik oder hat sich auch vom Islam getrennt. Ach so, okay. Und mein Leben ist nicht von sehr traditionell. Als Kind wurde ich nicht so streng erzogen. Im Gegenteil, also wir wurden immer so
offen für Studium, für Musik oder für Kunst dann erzogen. Hm. Ich hatte Glück dafür. Okay. Wie ist denn das in Paris? Also es sind ja viele Algerier in Frankreich. Ist das irgendwie wie in, oder man sagt ja hier in Berlin, es gibt dann so eine arabische Parallelgesellschaft. Ist das in Paris auch so oder ist das eigentlich eher vermischt, Algerier in Paris? Also die Geschichte zwischen Algerien und Frankreich hat schon über 200 Jahren angefangen. Nach der Kolonisation in den 60ern sind auch viele Algerier nach Frankreich gekommen. Und ich beobachte, dass durch diese Geschichte, durch die gemeinsame Sprache, sind die zwei Gesellschaften sehr gemischt. Also man sieht Algerier in der ganzen, in alle Bereiche der Gesellschaft, sowohl im Fernsehen als auch in der IT-Branche, als auch in der Wirtschaft. Es gibt nicht so ein Lobby von Algerier, die getrennt ist von der anderen Wirtschaft. Was man immer noch erlebt und beobachtet, ist, dass ein Rassismus ist immer sehr stark den Algeriern gegenüber, weil trotzdem, obwohl das gut gemischt ist. Es gibt so in Frankreich so Orte, die lassen sich oft von ihnen sprechen, wenn es Probleme gibt. Das ist diese Vororte, wo sehr viele Ausländer vor 50 Jahren da gelagert wurden und dann sich diese Kinder, die da aufwachsen, haben wenig Möglichkeit zu Schule, also zu guten, also gut, so gute Ergebnisse in den Schulen oder auch zu studieren, und das macht so eine Spalte zwischen die Kinder von der Stadt und die Kinder von diesen Banlieues, diese Vororte, und das ist leider so in diesen Banlieues dann die Leute, die dort leben, haben oft Migrationshintergründe, und das ist dann auch, dann daher kommt auch viel Rassismus und besonders so die Entwicklung von Rechtsextremisten in Frankreich. Habt ihr das so extrem oder weil ich weiß es jetzt nicht, aber mir wird immer gesagt, dass in Berlin es noch relativ gut zugeht im Sinne von, weil ich denke mir immer, Neukölln zum Beispiel, das ist irgendwie so eine Parallelwelt. Aber mir sagen immer Leute, die zum Beispiel aus Frankreich kommen, sagen immer, nee, also in Frankreich ist es viel schlimmer. In Berlin ist es noch irgendwo doch noch gemischter, und in Frankreich geht es viel schlimmer zu. Da ist es ganz hermetisch abgeriegelt, also die Banlieues, und die Leute kommen da überhaupt nicht raus. Und in Neukölln zum Beispiel haben wir ja durchaus auch eine Szene und ziemlich viele Berliner, die da leben, und auch jüngere Leute aus aller Welt. Wie würdest du das sehen? Du hast ja den Vergleich hier so Frankreich und Berlin. Also in Paris und Berlin sind ganz anders strukturiert, weil Paris ist ziemlich, ziemlich klein, und dann um Paris herum gibt es viele Städte, die Vororte von Paris sind. Und dann diese Städte sind entweder so ganz so reiche Städte oder auch Ghettos, also Städte, wo es dann sehr viel Armut gibt und dann wo die Schulen auch nur, also wo die Schüler sich nicht mischen, sind zusammen. Und das ist dann in solchen Schulen auch schwierig, als Lehrer zu arbeiten. Es gibt viel mehr Gewalt und viel mehr soziale Probleme in den Familien. Und das fängt so an, weil die Schüler haben nicht die gleichen Chancen in diesen Schulen als in anderen Orten, wo es so viel mehr gemischt ist mit den anderen Bevölkerungen. Findest du das hier in Berlin besser geregelt? Oder sagst du, wir sind auf dem besten Wege, dass es bei uns demnächst auch so ist? In Berlin, es ist nicht zu vergleichen, weil die Stadt ist viel breiter und die Bevölkerungen mischen sich, besonders zur Zeit, so seit 10, 20 Jahren, wo die Gentrifizierung so
erlaubt, dass die Kinder schon in der Kita gemischt in Gruppen sind, und das ist auch wichtig, denke ich, damit die deutsche Sprache dann besser viel mehr gesprochen ist, also unter den Kindern und dann auch das und auch in den Schulen, wo die Lehrer nicht unbedingt nicht immer so überfordert sind von ihren Klassen, die so viele Probleme hat. Also sagst du, in Berlin läuft es noch gut. Wie gesagt, weil es ist ja ein großes Thema so in den letzten Jahren, wie man mit bestimmten Vierteln verfährt, zum Beispiel Neukölln oder Wedding. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe von Französinnen höre ich immer, dass es in Frankreich überhaupt, also kein Vergleich, ist nur noch schlimmer. Die Leute werden in ihre Ghettos gesperrt und kommen da auch nicht raus. Und das ist natürlich in Berlin klar, das ist nicht so. Also im Wedding haben wir ja eigentlich letztlich auch eigentlich noch eine Mischung und noch alle möglichen Nationalitäten, das stimmt schon gut. Würdest du denn, bist du schon mal in Algerien gewesen? Reizt dich das, dir das mal anzuschauen, oder sagst du, das ist nicht meine Welt? Ich fahre gern dahin, weil ich besuche meine Familie und das macht Spaß. Ach so, die Familie von deinem Vater? Ja, genau, und ich möchte jetzt nochmal, das fehlt mir, wenn ich dann eine lange Zeit nicht dahin gefahren bin, weil es ist eine ganz andere Stimmung und es ist... Erzähl mal so was, also ist es modern oder ist es eben noch nicht modern? Die Menschen untereinander sind ein bisschen anders und wenn ich zurück nach Algerien bin, denke ich, fühle ich mich ein bisschen so einsam, weil ich habe so die ganze Zeit mit ganz vielen Menschen zusammen Zeit verbracht und das ist in Deutschland, in Berlin so anders, also jeder lebt ein bisschen für sich. Und das ist auch gut so, weil so lebe ich super gern, aber in Algerien es ist dann... Also die Familie, ne? Die Familie so ist sehr präsent und dann man übernachtet auch bei der Familie. Es ist unvorstellbar, dass man so ein Hotel oder so bucht. Also das ist anstrengend, aber auch hat was auch Gutes. Also irgendwie gewöhnt man sich dran an die Gemeinschaft. Man fühlt sich so richtig so mit der Gemeinschaft zusammen, so mit der Familie zusammen. Aber letztendlich bist du so eher der westliche Typ und sagst, das ist... Ja, sonst könnte ich keine Musik machen. Ja. Wie sieht deine Verwandtschaft das, dass du hier so frei lebst als Frau und Musik machst und so, geht das okay? Oder sind die da irgendwie skeptisch? Wie läuft das? Nein, sie haben sich so schon eine Zeit lang daran gewohnt, weil ich... Ach so, okay. sie haben ihre Religion und ich lebe anders, aber... Aber das geht? Das geht, sie tolerieren das. Okay, gut. Also ich meine, das ist ja gut, weil es gibt ja auch ganz andere Beispiele, aber wenn man da tolerant ist gegenseitig, dann funktioniert das. Und mit deinem Vater, also das funktioniert, hast du gesagt auch, der ist auch offen dafür, oder? Ja, sehr offen. Ja. Okay. Und wie ist es mit deiner Familie in Paris? Also bist du da auch öfter, hast du da auch irgendwie einen Bezug zu oder ist es nicht mehr so dein Bezugspunkt? Also meine Familie, mütterlicher Seite, kommt aus Nordfrankreich. Und sie sind alle katholisch. Das ist andere, da hast du ja zwei Extreme, einmal muslimisch und katholisch. Und dann haben sie auch so kein Problem, also dass ich dann anders lebe. Ach so, die akzeptieren das auch, okay. Ja, aber ich meine, die neue Generation, die ist nicht unbedingt religiös, aber das ist so einen anderen Bereich, das ist das Land in Nordfrankreich, gegenüber so England. Daher kam meine Oma. Und ja, das läuft, das funktioniert. Gut, kann man mal sehen, ne? Irgendwie, wenn man gegenseitig sich akzeptiert, dann geht alles sozusagen. Tatsächlich. Aber ich meine, wenn du sagst, du kommst natürlich aus einer Familie, wenn du sagst, dein Vater ist aus dem Islam ausgetreten, so, das ist natürlich dann auch sowieso moderner als bei ganz traditionellen Familien, ne? Gut, okay. Wie ist das mit den Frauenrechten? Da haben wir schon drüber gesprochen. Also du kannst als Frau dort Musik machen und das ist auch akzeptiert, wenn du hier, weil es ist ja in vielen muslimischen Ländern nicht so. Da hat die Frau dann irgendwie, hat die Frau dann doch irgendwie zu heiraten und so weiter. Da fragt deine Familie dich aber nicht, willst du nicht langsam heiraten und zu Hause bleiben, so dass den Ärger hast du nicht, oder? Aber ich bin geheiratet, also. Ach so, du hast geheiratet. Okay, gut, okay.
Ich dachte, ja. Ich dachte, du lebst mit deiner Familie in wilder Ehe. Okay, gut. Ohne meinen Mann konnte ich nicht mein ganzes Projekt machen, weil tatsächlich manchmal, wenn ich unterwegs bin, dann sind meine Kinder mit meinem Mann und dann das ist ein Riesenunterstützung. Also kann deine Familie zufrieden sein. Genau. Okay, gut, dann würden wir uns freuen, wenn du noch ein Stück spielst. Ja. Gut. Ja. Du bist der Mast, ich bin das Segel, wir navigieren auf den Wellen in dem riesen, riesen Meer. Der Wind ist stark und wir noch mehr, der Weg ist schön, der Weg ist lang, unser Schiff ist sicher. Der Weg ist schön, der Weg ist lang, unser Schiff schwebt auf dem Meer. Wegschauen und ich kann's nicht ertragen. Und sie glänzt und sie strahlt, die Göttin der Schönheit, die seit Ewigkeit droht und lacht dabei. Du bist der Mast, ich bin das Segel, wir navigieren auf den Orkan in dem Riesenozean, schlägt die Gischt auf dem Gesicht, die Wellen sind hoch, ich lasse nicht los, unser Schiff ist wackelig, die Wellen sind hoch, ich lasse nicht los, die Reise ist gefährlich, doch sie ist so schön, doch sie ist so jung, und du kannst nicht wegschauen. Und ich kann's nicht ertragen. Sie glänzt und sie strahlt, die Göttin der Schönheit, die seit Ewigkeit droht und lacht dabei. Du bist der Mast, ich bin das Segel, wir navigieren auf den Wir sind noch da beim bedingungslosen Nachmittag. Wir haben hier Amalia Schick, eine Sängerin gebürtig aus Frankreich und lebt aber seit vielen Jahren in Berlin. Jetzt interessiert uns natürlich und mich auch, wo holst du dir die Inspiration für deine Songs und wie kommst du drauf? Was möchtest du erzählen? Was ist so dein Anliegen in der Musik? Die Inspiration kommt von meinem Alltag als Frau in Berlin, als Mutter in Berlin, als auch als Erzieherin oder als Ehefrau. Wenn ich einen Moment, einen Augenblick mit jemandem verbringe und ich fühle mich dann berührt oder ich fühle diesen Moment so traurig oder ich fühle mich wütend oder ich fühle mich dann glücklich, dann manchmal reicht es, es dauert vielleicht eine Sekunde, um ein Gefühl zu starten und dann ein Satz und eine Melodie dann kommt. Und dann kommt dir der ganze Song? Und dann, wenn ich dann einen Satz und eine Melodie habe, und dann arbeite ich dran.
also die ganzen Themen, die dazugehören und die ganze, was kommt, der Refrain und so. Aber es kommt mit einem emotionalen Augenblick, die dann in, sich in einem Lied verwandelt. Du hast ja gesagt, du wohnst im Wedding und das ist ja ein recht turbulenter Bezirk, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist es inspirierender oder ist es ärgerlich oder anstrengend oder alles zusammen? Was würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in einem besseren, in einem sogenannten besseren Bezirk wie Wannsee oder so wohnen würdest, würden dir da auch Songs einfallen? Es ist ein spannendes Bezirk, besonders zur Zeit, wo so viele Widersprüche und in diesem Bezirk gibt, also eben durch die Grenzifizierung, viele verschiedene Menschen, der Bezirk Wedding bewegt sich ganz viel zurzeit, es wird sehr viel dort gebaut, sehr viele Menschen ziehen in Wedding ein, das ist gerade sehr aktuell, was in Wedding passiert. Wo seid ihr oder wo wohnt ihr da, in welcher Ecke? Denn es gibt ja im Wedding noch uralte, sozusagen unentdeckte Gegenden, aber so um den Leopoldplatz, da haben wir ja so alles. Da haben wir einmal eine Drogenszene, aber auf der anderen Seite auch gentrifizierte Cafés. Also das ist ja schon irgendwie eine Gegend, wo es aufeinander prallt. Ne? Tatsächlich, ja. Ich wohne in der Nähe von Gesundbrunnen und ich habe gesehen, wie Gesundbrunnen in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat. Es war eine Ecke, die ziemlich leer war und es gab sehr wenig Autos und jetzt, das ist dann schwierig zu parken. Also es wird gebaut, die Investoren finden einen leeren Platz und bauen so fünfstöckige Häuser ohne Keller, ohne Parkplätze und dann wird es sehr voll gerade. Wie siehst du das für die Zukunft? Denn ich meine, man kann ja sagen, okay, der Bezirk wird ein bisschen schöner, oder sagst du im Grunde, der alte Wedding, der dreckige Wedding war irgendwie inspirierender und schöner? Wie siehst du das? Ich finde das sehr teuer. Das Wedding ist gerade sehr teuer geworden, extrem teuer geworden. Es ist schwierig, in Wedding eine Wohnung zu finden. In den letzten Jahren hat sich auch sehr positiv entwickelt, weil es gibt viel mehr Kneipen, wo man ausgehen kann. Es gibt viele Gärten, Gemeinschaftsgärten. Es gibt Kulturorte. Es gibt gleichzeitig leben dann Leute, die gerade anziehen, die sich das leisten können, und die ehemalige typische Wedding-Menschen, die auch eine spannende Gesellschaft dann in Wedding Siehst macht. Du die noch, die Ureinwohner sozusagen aus dem Wedding, sind die noch im Straßenbild präsent, oder ist es gerade Gesundbrunnen, nimmt ja auch zu an Gentrifizierung, sieht man da noch? Ja, es gibt Menschen, die da seit sehr lange wohnen, aber das lässt tatsächlich so, wenn sie gehen, dann werden sie schnell ersetzt, ja. Wie schätzt du das ein in den nächsten Jahren? Meinst du, der Wedding wird irgendwie wie jede europäische Großstadt auch gentrifiziert werden und dann ist Schluss mit uns allen da, oder was glaubst du? Nee, das bewegt sich gerade, also das in Wedding hat die Gentrifizierung schon seit 10 Jahren angefangen und die Menschen ziehen nach Reinickendorf gerade ein. Also es passiert das gleiche in Reinickendorf. Und ja, die Stadt bewegt sich. Bis es nicht keine Ausweichbezirke mehr gibt, oder? Wie ich das sehe, dass ich in 20, 30, 50 Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass dass die Struktur, die ist, wie ich in Paris so beschrieben habe, in Berlin dann tatsächlich eher so gleich ist, dass in der Mitte so unzahlbare Wohnungen sind. Und das ist ja jetzt schon der innere dass Kreis. Dass man die Leute dann, die weniger Geld haben, außerhalb der Stadt leben und dann pendeln, wenn sie arbeiten. Ist ja eigentlich jetzt schon, man sagt immer irgendwie so, man rechnet das ja immer so in diesem inneren S-Bahn-Kreis, in diesem A-Bezirk. Man sagt ja eigentlich jetzt schon, eine Wohnung in diesem inneren Bezirk kann man sich, also gerade wenn man im künstlerischen Bereich tätig ist, schon gar nicht mehr leisten. Wäre das für dich eine Alternative, dann aus Berlin rauszuziehen, oder sagst du, nee, dann gehe ich in eine ganz andere Stadt, wenn ich hier nicht mehr irgendwie also zumindest noch im A-B-Bezirk, im B-Bezirk leben kann? Wie siehst du das? Denn man muss sich ja fragen, ob man, wenn es so gentrifiziert ist, überhaupt noch Lust hat, hier zu leben. Wie siehst du das?
Ich kann in einem anderen Bezirk, ein bisschen außerhalb, Reinickendorf, also das ist für mich total in Ordnung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, außer in eine andere Stadt zu leben, weil ich habe so viele jetzt Kontakte oder Freundschaft oder so eben bei den Musikerszene Menschen kennengelernt, dass es mir wichtig ist, den Kontakt zu pflegen. Wie ist denn der Zusammenhalt da in der Musikerszene? Also gibt es da Konkurrenz oder haltet ihr zusammen und tretet zusammen auf oder gebt auch mal Auftritte weiter oder so? Ist der Zusammenhalt gut oder? Unterschiedlich. Also ich kenne ein paar Musikerinnen, mit denen ich gerade so arbeite, und wir haben vor, Konzerte zusammen zu organisieren. So, wir sind zu viert. Alle Frauen, die Musik machen, Liedermacherin, und wir unterstützen uns, weil wir tatsächlich finden, dass es besser ist, zusammen zu sein, als allein zu stehen. Ja. Okay, und das funktioniert auch gut? Wir vier, ja, aber tatsächlich, ich gibt so viele Musiker, dass ich kenne nicht alle. Die, okay, ja. Wird wahrscheinlich wie in allen anderen Kunstbranchen sein. Nochmal zu den Songs. Man sagt ja immer, oder was heißt man sagt, also es ist immer die Frage, so hat Politik was in der Kunst zu suchen oder auch so Sozialkritik, wie siehst du das? Weil ich habe jetzt so mitgekriegt, also bei dir ist ja auch so Sozialkritik in den Songs enthalten und es gibt Leute, die sagen, nee, Kunst ist am schönsten, wenn es einfach nur um schöne Themen geht, um Liebe oder um schöne Themen, die mit Politik und dem grauen Alltag nichts zu tun haben. Wie siehst du das? Oder sagst du, Kunst muss politisch sein? Ich glaube, Kunst ist politisch. Ich glaube, man hat schon eine Stellung oder so. Man hat schon eine Meinung, wenn man anfängt, Lieder zu schreiben. Ich glaube, deswegen sind die Liedermacher so wichtig, damit die Leute sich bestätigt fühlen oder eben nicht bestätigt fühlen, dass sie merken, dass man auch anders denken kann in den Liedern. Das ist wichtig, das auszudrücken. Und ich glaube, Liedermacher sind politisch. Also ob sie das wollen oder nicht, ich glaube schon, dass man... Automatisch, auch wenn sie nur von Liebe singen? Ja, Liebe ist auch zurzeit sehr, sehr orientiert. Also es ist, je nachdem, wie man dann, wie man über die Liebe spricht, also hat man so schon eine Meinung, die dann kritisiert wird oder nicht. Also das, ich glaube, dass man eine Meinung der Gesellschaft gegenüber dann darstellt. Also du meinst, so völlig losgelöst von gesellschaftlichen Themen funktioniert es nicht. Also wenn man einfach nur, das war ja früher, also ja, oder wir sehen das mittlerweile so durch unseren Alltag, aber so wenn du so in den 60er, 70er Jahren so diese Flower Power Bewegung, die Hippie Bewegung, wenn man so nach Woodstock oder so guckt, die haben ja eigentlich nicht unbedingt über Politik gesungen. Das war ja eigentlich so... Aber sie waren extrem politisch orientiert, trotzdem. Also sie waren links, das schon, aber sie haben ja eigentlich so über Liebe und über, also eigentlich über unpolitische Themen gesungen. Ja, ich bin nicht so deiner Meinung. Ich denke, sie haben so gegen eine konservative Gesellschaft gesungen. Ich denke, dass auch jemand zur Zeit... der sich nur schön und über Liebe so singen möchte und ist schon politisch engagiert. Das ist schon eine Art, nicht über die Probleme zu sprechen. Das hat, ja, ist Schlager vielleicht recht orientiert? Ja, ich habe gerade an Schlager gedacht, genau. Ja, also ich glaube schon, als Künstler, wenn man auf der Bühne tretet, also hat man schon eine politische Verantwortung. Verantwortung, aber auch so Ausstrahlung ist. Man weiß ungefähr so, wohin es geht mit dem Künstler, denke okay, ich. Okay, weil wir von Schlager kommen. Was hältst du von Schlagern? Also die sind dann tatsächlich ja unpolitisch. Also das haben wir ja auch in Deutschland. Wir haben ja auch eine Schlagerkultur. Ich kriege das immer gar nicht so mit, weil das überhaupt nicht meine Musik ist. Aber wenn man da zum Beispiel im Fernsehen mal aus Versehen reinschaltet, dann sieht man ja richtig, dass wir eine richtige... Schlagerszene auch in Deutschland haben, die tatsächlich unpolitisch ist. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte oder ist das völlig fernab von dir? Ich beneide die Schlager
Sänger. Warum? Weil sie davon leben können. Sie können ganz entspannt alt werden und noch erfolgreicher werden. Und die Schlagerszene läuft sehr gut in Deutschland und wird unterstützt. Also die werden gestrahlt im Fernsehen und hat man ein breites Publikum. Und die Musiker tatsächlich, die Schlager singen, verdienen gut und können gut davon leben. Das ist interessant, weil wie gesagt, ich kriege das gar nicht mehr so mit. Wir hatten ja in 70er Jahren, hatten wir hier so eine Hochkultur des Schlagers in Deutschland. Das kennt ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast in Frankreich. So 70er, 80er Jahre war so mit Schlagerparade und so weiter und so fort. Und ich hatte immer das Gefühl danach, irgendwie ist das so, wie ist das eigentlich so verpufft, aber die gibt es nach wie vor, die Schlagerszene in Deutschland, das ist interessant, ja, und die Leute wollen es hören. Ja, natürlich, und tatsächlich nicht alle, aber es ist ein bestimmter Teil der Gesellschaft, es ist ein besonderes Zielpublikum und sie leben gut davon. Also, ist das typisch deutsch oder gibt es das in anderen Ländern auch? Also einfach diese Tralala-Texte, ist das eine typische deutsche Erfindung? Oder? Ich kenne das nur hier in Deutschland, aber ich kann das nicht mit Frankreich vergleichen. Ja. Okay, also Frankreich ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß, wir haben unsere Schlechtgeschmack-Kultur, also das gibt es in jedem Land, das will ich nicht meinen, aber der Schlager und die ganze Kultur, also diese Folklore gemischt mit Karneval oder so, das gibt es, das kenne ich nur von hier in Deutschland. Ja. Okay, gut. Gut, okay, dann ist das typisch deutsch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du noch was vorbereitet hast oder ob wir dich noch überreden können, was zu spielen, oder... Ja, ich kann noch ein Lied singen. Sehr gut. Ja. Loco. Ce n'est pas la littérature, ni le sport, ni les grosses voitures. Une seule chose, la passion qui le fait tiquer, mon bonhomme, en robe de chambre à peine levée et dans une main son café, retrouve son petit train électrique et du matin jusqu'à la nuit, il confectionne sans répit des locomotives à vapeur, des wagons de grande valeur, la gare, les rails et les tunnels, de l'aiguillage au fumigène et surtout les roule à 300 à l'heure, c'est parti pour...
sort pas. Il est bien à moi. Je me demande parfois pourquoi je ne partirai pas. Mais quelque chose m'impassionne, qui m'emporte et me déraisonne. Ce sont les timbres que je collectionne. Mes petits timbres, je les adore, je les colle, je les décolle. Et je les place tout en colonne dans mes albums bien parallèles. Et comme personne ne saisit l'amour de la philatélie, je vais à mon club. Du musst uns jetzt natürlich verraten, was du da gesungen hast, für die, die kein Französisch sprechen. Also ich habe zwar in der Schule mal Französisch gehabt, aber ich habe auch kein Wort verstanden. Das Lied heißt Loco, wie Lokomotive, und es geht um ein Paar. In diesem Paar ist einer verrückt nach Eisenbahnmodelle und die andere hat eine Leidenschaft für Briefmarkensammlung. Und sie verstehen sich nicht, aber trotzdem manchmal merken sie, sie sind beide ein bisschen verrückt und dann kommen sie dann klar. Okay, also in dem Fall dann doch nicht, oder natürlich auch politisch, aber in dem Fall doch eher ein Unterhaltungsstück. Ja, okay, das gut. Stimmt. Das, ja. Das ist ja gut, dass wir das auch noch gehört haben. Ja, genau, also Klaus hat mich gerade gefragt, ob du gleich noch was spielen würdest, ob wir noch ein bisschen mit Musik ausklingen, wenn du möchtest. Also wenn du was vorbereitet hast, wo du jetzt dein Klavier auch mitgebracht hast. Aber vorher hätte ich noch eine Frage, und zwar würde ich natürlich noch gern wissen, die meisten Musiker haben ja so im Kopf, ich will dahin, ich will Karriere machen, ich will auf einer riesigen Bühne stehen, als Aussicht so, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das bei dir, was hast du da für Träume, oder hattest du früher für Träume, und wo soll das hingehen bei dir? Träumt man von einer großen Karriere auf einer Bühne vor tausend von Leuten? Genau. Ja, natürlich. Also ich sehe das, ich bin zuversichtlich. Ich habe vor 13 Jahren angefangen. Vor 13? Ja, 13 Jahren. Also du bist ja jetzt, wie alt bist du, Mitte 40? Oder? Ja. Das heißt, also du hast ja eigentlich relativ spät angefangen. Ne? Das ist ja schon bewundernswert. Ja. Und trotzdem noch, wenn du sagst, du hast jetzt hier Auftritte in Berlin, dann lief das ja gut, ne? Oder? Kann man so es sagen. Es lief nicht immer gut, aber ich finde, älter zu werden hat nicht nur Nachteile. Das ist natürlich einfacher, jung, schön auf einem Strand so einen Videoclip zu machen, dann hat man wahrscheinlich viel mehr dann Zuschauer oder Zuhörer, oder wenn ich singen würde, Sachen, die dann jüngere Menschen dann hören würden, würde es vielleicht auch einfacher. Aber der Vorteil, älter zu werden, ist, dass ich habe das schon eine Zeit lang diese Unsicherheit oder die hinter mir, oder diese Momente, wo es nicht einfach ist, und dann ist man dann verzweifelt, weil es nicht klappt und so. Und dann mittlerweile denke ich, dass Scheitern oder es falsch machen gehört dazu, also was im Bereich, was ich mache, weil es alles, was ich anfange, ist neu, ein Lied ist neu, eine Bühne ist neu, und Scheitern gehört ein bisschen mit der Arbeit, und das aber ist, du bist etwas, ja jetzt schon auf dem Stand, wo du ja eigentlich nicht mehr scheitern kannst. Also du hast ja deine deine Auftritte, meinst du kannst noch richtig scheitern? Nee, eigentlich ja scheitern, was heißt scheitern? Also das heißt, wenn es nicht klar funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Okay. Also scheitern ist manchmal macht man Sachen, die dann nicht, dessen Erwartungen anders sind. Und ich finde auch, mit dem Alter kann man
also ich kann besser mit meiner Stimme umgehen oder mit meiner Klavierbegleitung und ich kenne mehr Menschen und kann mich besser unterstützt fühlen. Deswegen, ich sehe so eine Zukunft vor mir, der ziemlich hell und schön wird, weil ich fühle mich am Anfang meiner Karriere tatsächlich so. Meine Wunsch ist in ein paar Jahren so mit einer Agentur so für Kommunikation oder und Management zu arbeiten. Das wäre für mich ein super Ziel. Die Arbeit nebenbei abnimmt. Ja, aber ich glaube, dass auch mit dem Alter hat man die Möglichkeit, sein Zielpublikum zu finden und mit den Liedern, die ich singe, also ich spreche Themen, die interessieren Menschen, die über 40 sind und ich merke, dass ich werde mit diesem Zielpublikum auch weiter wachsen und mich von meiner Welt inspirieren lassen. Deswegen, alles für mich ist schön. Also du sagst, die Karriere fängt jetzt erst an. Meine Karriere fängt jetzt an, ja. Super, super. Ja, wie gesagt, also wenn du Lust hast, können wir das konzertmäßig ausklingen lassen, den Nachmittag, wie du möchtest. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Und die sagt... Ach so, wir haben nur noch 20 Minuten. Ja gut, ich weiß nicht, wenn du noch zwei Stücke oder zwei, drei Stücke spielst und wir machen dann noch eine Abschlussrunde. Wollen wir es so machen? Ja. Sehr gern. Dann drei Stücke? Ja. Okay. Ein Lied, das sich gerade sehr gut für Prenzlauer Berg eignet, weil ich habe mich hier inspirieren lassen in den Spielplätzen von Prenzlauer Berg. Und das ist die Natur puren Puppen. Die beste Mamas von Berlin gehen nach der Kita auf den Spielplatz und essen Maracujas, trinken Bio. Kaufen Sie sich Kunst.
kleiner Junge. Kleiner Junge, du hast blaue Flecken, Wunden am Knie. Männer kennen keinen Schmerz. Du willst toben, turnen, Fußball spielen, nur Schwule spielen mit Puppen. In den Herzen der mutigen Helden toben die Wellen. Du packst die Dinge an, zeigst, wohin es geht. Schwäche zeigt kein Mann. Du darfst nur schweigen, wenn das Leben weh tut. Nur Mädchen weinen in den Herzen der mutigen Helden. Junger Mann, die Frauen wollen, dass du sie zum Lachen bringst, den ersten Schritt machst. Du hast es fast geschafft, ein echter Mann zu sein, ist deine Hose hart. In den Herzen der mutigen Helden toben die Wellen der Seele. Mädchen. Mädchen, dein Schleier ist so schwarz auf deinem nackten Hals. Wenn du sprichst, tanzt deine Hand. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mädchen, deine Haare sind bedeckt, deine Knöchel sind versteckt. Dein roter Mond glänzt. Jungfrau, dir Zukunft verboten, verlockend, verleitest mich zu Sünde. Thank you.
gefangen in der Scham, schützt dich dein Koran. Du hast viel zu viel Charme, Jungfrau der Zukunft, verboten, verlockend. Ja, schön, vielen Dank. So, da kommen wir zur Abschlussrunde. Da kannst du uns vielleicht nochmal erzählen. Du hast natürlich jetzt auch einen Werbeblock. Du kannst jetzt erzählen, wo man deine Musik kaufen kann und wenn du ein nächstes Konzert hast und beziehungsweise kannst du uns auch erzählen, was du so in nächster Zeit vorhast musikalisch. Also einfach, ja, leg los deinen Werbeblock. Ich bin im Instagram und in Facebook zu finden. Man kann mich auf meiner Homepage auch hören. Ich bin bei Spotify. Spotify, da kann man sich Musik gegen kaufen und runterladen oder wie war das noch? Oder das ist das gratis? Das ist eine Plattform, die ja bezahlt wird. So, ja. Und dann kann man da Musik hören. Ich habe CDs, die ich verkaufe bei den Konzerten, immer weniger. Also das ist so, dass die CD stirbt, also ausstirbt. wie ich gesagt habe, so, es geht um die Konzerte und die Konzerte gehen weiter im Mai in Brandenburg und im Juni. Das habe ich auch auf meiner Homepage. Ja. Genau, die können wir ja, also Klaus hat ja, glaube ich, die Adresse von deiner Homepage und das können wir dann unter dem Film verlinken. Und schreibst du noch neue Songs in nächster Zeit oder was passiert bei dir? Ja, ich schreibe gerade neue Songs. Ich möchte auch mit Dichter zusammenarbeiten, damit ich ihre bestimmte Gedichte dann vertöne. Ich schreibe jetzt Lieder auf Französisch auch, habe ich angefangen. Ich erlaube mich das, weil es macht mir auch sehr viel Spaß, auf Französisch zu schreiben, so mit der Sprache zu spielen, die Wörter zu suchen. Und dann bin ich natürlich viel sicherer. Also nächstes CD wird wahrscheinlich eine Mischung aus Deutsch und französischer Chanson sein. Und deine CDs, die kann man im Netz kaufen oder auf deiner Seite oder wie? Ja, auf meiner Seite oder auf meiner Labelseite, Silberblick Musik und vor allem in den Konzerten. Genau. Ach so, also wenn du Konzerttermine hast, können wir auch unter einen Film stellen. Musst du nachher gucken, Ja. Also wie du das machen willst. Ja. Gut, ja, es hat mich sehr gefreut, war sehr interessant und vor allem vielen Dank für das schöne Gratiskonzert hier. Vielleicht spielst du uns noch einen Abschlusssong, aber ich muss erstmal abmoderieren, weil wir sind nächsten Monat nicht da, weil im Mai hat Rockradio zu unserer Sendezeit einen Betriebsausflug und da setzen wir einmal aus und sind Mitte Juni, also am zweiten Sonntag im Juni wieder hier. Im Mai spielen wir vielleicht eine Wiederholung, müssen wir gucken, oder es läuft ein Stream, das weiß ich noch nicht. Müsst ihr einmal auf uns verzichten. Und wie gesagt, im Juni sind wir wieder da und vielleicht hören wir noch einen Abschlusssong. Wie war das noch? Was wollten immer die Leute von dir hören bei Konzerten? Da gab es doch so einen bestimmten französischen Song, der fällt mir gerade nicht ein. Au Champs-Élysées? Genau. Ja, das könnt ihr finden und spielen, wenn die Leute das hören, aber das werde ich nicht singen. Gut, aber vielleicht kannst du es spielen, dann freuen wir uns alle. Du kannst natürlich auch gern was von dir spielen, also wie du möchtest. Ich habe das nicht vorbereitet, ich kann das nicht spielen, diese Au Champs-Élysées. Ach so. Das wolltest du hören. Oh, das kann ich nicht. Okay, gut, nee, dann spiel dir gerne noch zum Abschluss was von dir. Ja, werde ich machen. Erde glüht.
Fleißige, sie fliegt nicht mehr. Ihre Fühler liegen auf der Erde. Sie sammelte Nektar im Raps und das hat sie nun umgebracht. Die Erde glüht, die Erde glüht, die Erde glüht, die Erde glüht. Der Seefrosch singt nicht heute Nacht. Allein sitzt er an seinem Bach. Er sehnt sich nach dem Liedchen von Libellen und von Bienchen. Der Seefrosch rauscht im Mondesschein. Keine Geräusche mehr am Teich. Die Glühwürmchen nicht da sind aus. Zu Ende ist der Sommerrausch. Die Erde glüht. Die Erde glüht. Die Erde glüht. Plastikdeckel sind doch zäh. Die große Möwe liegt am Strand. Ihr Körper trocknet auf dem Sand. Ihr dicker Bauch voller Müll wird von den Würmern durchgewühlt. Die Erde glüht. Die Erde glüht. Die Erde. Im Juni sehen wir uns wieder. Bis dahin bleibt alle gesund und munter. Tschüss. Tschüss.